Wie cool, da ist er da. Halt! Was? Na, was schon? Ich will in die Stadt. Es gibt eine... Wie heißt es noch? Quarantäne. Dauert sie noch lang, diese Quarantäne. So, was weiß der Kommandeur? Ich nicht. Quarantäne. Und der Kommandeur ist wohl drin. Gilt diese Quarantäne denn für alle? Keine Ahnung. Habt ihr schon einmal jemanden hereingelassen? Leute mit Pässen. Die darf ich reinlassen. Verstehe. Reden wir. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ja, muss man Geld bezahlen, also gibt es eine Option. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Hey. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Hm. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na, egal. Solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Wo ist das jetzt? Schlüssel. Da fährt's rein. Nee. Ah, jetzt... Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Die Gruft, die abgesperrt war. Jetzt können wir da rein. Alles klar. Okay. Viele Vögel sind hier, bitte. In jeder Ecke sind hier... Tauben. Ja, das ist ein Haufen... Weise, weißt du? Ja, was für eine Logik! Ah. Oh, wer ist... Ne, ich dachte schon, wer ist das? Ist das die Blume? Schon wieder. Das gibt mir irgendwie Kraft, keine Ahnung, aber für eine kurze Zeit schade war. Jetzt komm mal rein. In die Grufte, Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Ist doch die eine Frau, die Hexe da. Aber eine Fackel haben, ich weiß es nicht. Ich guck mal. Nee, haben wir nicht. Schade, ne? Kann man nicht plündern? Boah. Wie sieht das denn aus? Einer.
Ich sehe gar nichts. Ja, na, einiges aus, ey. Oder habe ich den falschen Skill an? Oh, ist blöd. Ich brauche eine Fackel. Kann man nicht nehmen. Scheiße. Oh. Oh, wir müssen noch eine Fackel haben. Das kann nicht wahr sein. Keine Schiffen noch eher laufen tut er, aber. Wo sieht man eigentlich die Tag? Also da. Da neben der Krachte sieht man auch den Tag gerade. Ist immer noch am Morgen oder Mittag ist das, ne? Ich wüsste jetzt, wo die Fackeln waren in dem Haus. Waren die hier? Oder hast du die im Verkauf? Was wollt? Bla bla bla. Nee. Aber wir brauchen ja was von dir, ne? Haben wir das denn? Gänseschweiz haben wir. Die Nahtsäure? Nee. Da. Salz. Was ist das? Hier. So. Wie kann man nochmal am Feuer, ne? Glaube ich. Ohne Fackel! Damit ich euch abfackeln kann. Nein. Schon alles weg. Ah, wo soll ich jetzt die Fackel herbekommen? Bitte. Was ist das für ein Umbacken? Guck mal. Na, da bin ich wieder. So, warte mal. Schau schon mal, das ist später. Weil jetzt gerade habe ich keine Fackel und ich habe keinen Bock da düster da rumzulaufen. Ich wüsste, wo das mal war. Da ist das Lagerfeuer. Aha, schön zu wissen. Seid gegrüßt. Macht's gut. So, jetzt. So, das können wir da machen.
Hey. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Aber wir können ja meditieren. Denn da ist auch noch so ein Schrein. Genau. Du hilfst mir aber dabei, ne? Junger Mann. Dann gehe ich einfach. Laufe ich dir einfach ab. Mach das erstmal. Du hilfst mir dabei. Warte. Nö. So. Zack. Dann zum nächsten. Komm, jetzt sehe ich, wie er verfickt da unten gleich ist. Das war voller komischer Ton. Boah, ich wollte gerade hinsetzen. Warte. War diese Pause. So. Und die letzte ist da. Haben wir das dann auch geklärt mit den Dingern? Alter! Was denn? So. Ist besser hier. Ich habe wenigstens Unterstützung. Alter, die ganzen Männer sind tot. Ach, du lebst noch. Smarter Finde. Diese Leuchtkristallen. So. Monster und Menschen, das war so eine Hauptquest. Jetzt? Was haben wir jetzt? Zur Kapelle muss ich. Ist ja direkt hier. Boah, kann gerade wieder sein, ne? So. Ach man, du hast keine Fackel, Junge. Sprecht, schnell. Ich habe das ewige Feuer so in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut.
So, dann geh ich mal. Ah, sie haben markiert. Na du? Er knabbert an mir. Ist ja widerlich. Perverse Hunde hier. Ich finde das cool, wie der Wolfskopf da liegen in der Ecke sich so voll bewegt. Ich kann mich jetzt nicht mit dem Hund hier anlegen, ne? Ist voll scheiße. Oh, das sind so Gule. Fordern wir es nach. Hey. Seid ruhig groß. Traut euch. Diese widerspenstigen. Seh nix. So, jetzt können wir rein. Hä, hey, wo waren die Olle denn da draußen noch immer, oder wie? Hä? Das war andere, ne? Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alvin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Ich will kein Buch. Ja, hier steht ja schon alles. Ist ja eigentlich einfach. Hey, Olle, ich will noch was mit dir reden. Hallo. Was wollt? Der Geistliche glaubt, ihr hättet die Bestie herbeigerufen. Und was glaubt ihr? Ich hab's nicht so mit dem Glauben. Was ist eure Version der Geschichte? Ich hatte nichts damit zu tun. Okay. Weil ich nur wissen. Wozu diese Puppe in Menschengestalt wohl dient? Welche Puppe? Ah. Okay. Komisch, eine Voodoo-Puppe bestimmt. Ist hier keine Feuerstelle? Nee. Zur Fallstelle nochmal.
Sag mir nicht, dass ich die Blumen pflücken soll in der Nacht. Dann flippe ich mal aus. Ja. Alles ist voll eins, weißt du? Mm-hmm.